Was wurde aus Lex und Tim nach den Ereignissen von Jurassic Park, beziehungsweise was wurde aus den beiden nach den Ereignissen von The Lost World Jurassic Park 2, da haben wir die ja auch nochmal gesehen, die Schauspieler der beiden, Ariana Richards und Joseph Mazzello, wird er glaube ich ausgesprochen, die beiden haben sich jetzt zu den Rollen geäußert und warum die beiden der Meinung sind, dass sie den Kanon mit ihrer Aussage erweitern können, das und noch mehr erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video, also bleibt gespannt, viel Spaß. Ich finde es einfach unfassbar sympathisch. Also die beiden Schauspieler, ich finde generell, wenn man sich die Interviews oder auch gerade eigentlich sämtliche Videos von den beiden zusammen anguckt, das sind glaube ich 3 Stück, die wir zum 30. Jubiläum von Jurassic Park bekommen haben, da frage ich mich dann doch wirklich, warum wir dann so unsympathische Bratzen wie Owen und Claire bekommen mussten. Wieso haben wir nicht einfach die beiden in den Fortsetzungen in Jurassic World bekommen? Es ist auf jeden Fall, wie es ist. Möglicherweise haben wir ja die Chance, in kommenden Jurassic World oder Jurassic, wie auch immer es heißen wird, Projekten, dann doch auf die beiden Schauspieler nochmal zurückzugreifen, wenn Lex und Tim zurückkehren würden. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jedoch wurde auch Ariana Richards danach gefragt, was sie denn der Meinung ist, was aus Lex geworden ist. Und ihre Antwort ist wirklich sehr charmant, denn sie ist der Meinung, naja, dass sie ja auch wirklich Lex sehr viel eigene Persönlichkeit gegeben hat, glaubt sie, sie kann sich schon so ein bisschen das Recht rausnehmen, auch zu erläutern, was jetzt offiziell im Kanon mit Lex passiert wäre. Und natürlich ist das hier jetzt nicht offiziell Kanon, aber näher kommen wir da wirklich nicht ran. Und ich für mich selber finde, dass diese Antworten, die wir jetzt hier von beiden bekommen haben, das sind für mich zumindest die offiziell kanonischen Antworten, was aus Lex und Tim geworden ist. So lange, bis wir eben dann wirklich offiziell vielleicht noch irgendwie einen Jurassic-Film bekommen, wo die beiden die Hauptrolle spielen und wo das möglicherweise bestätigt oder eben dementiert wird. Wir kommen jetzt aber erstmal auf die Zukunft von Lex und Tim zu sprechen. Denn auch Joseph Mazzello hat sich dazu geäußert und er hat gesagt, es ist eigentlich vollkommen klar, was aus Tim geworden ist. Tim wurde ein Dinosaurier-Spezialist und wir denken jetzt wahrscheinlich im allerersten Moment daran, dass Tim wahrscheinlich wie Dr. Alan Grant ein Paläontologe geworden ist. Aber nein, er geht darauf ein, dass sich Tim eher an einem Owen Grady orientieren würde, beziehungsweise dass er wohl eher Richtung Owen gegangen wäre und möglicherweise auch Dinosaurier-Verhaltensforschung studiert hätte, denn sowas wird es sehr wahrscheinlich auch in der Welt von Jurassic World gegeben haben. Auf jeden Fall wäre Tim, auf welche Art auch immer, entweder Paläontologe oder was auch immer, wäre er Dinosaurier-Spezialist in der Welt von Jurassic World geworden. Ariana Richards hingegen äußert sich auch mit einem, es ist eigentlich klar, was Lex geworden wäre in diesem Interview und beschreibt dann darauf hin, dass Lex ja eigentlich auch schon in Jurassic Park 1 so ein bisschen darauf angeht oder ein bisschen darauf eingeht, was der so später ihre Zukunft für sie bereithält. Denn Lex ist eine sehr offene, sehr herzliche, sehr warme Persönlichkeit und das können wir, glaube ich, auch bestätigen. Ja, sie kann ein bisschen zickig werden, gerade wenn es eben um ihren eigenen Bruder geht, der auch hier und da mal ein bisschen nerven kann. Allerdings hat sie gesagt, eine Lex wäre sehr wahrscheinlich ebenfalls genau wie eine Claire Dearing mit dabei gewesen, wenn es darum gehen würde, Dinosaurier zu retten. Wir reden jetzt quasi dann hier aber schon um Zukunftsprognosen, was aus Lex geworden wäre zum Zeitpunkt von Jurassic World. Und das wäre eben genau ihre Antwort. Sie wäre möglicherweise sogar Teil der Dinosaur Protection Group geworden. Das sagt sie eben mit so einem Lächeln und ich finde, das sind ganz charmante Antworten. Tim wäre also wahrscheinlich Paläontologe und Dinosaurier-Verhaltensforscher geworden, während Lex selber Dinosaurier gerettet hätte. Und lassen wir einfach mal im Raum stehen, dass Lex möglicherweise sogar Teil der Dinosaur Protection Group geworden ist. Wie gesagt, das Ganze hier ist nicht offiziell Kanon, aber ich habe jetzt schon öfter die Frage gehört, Tobi, kannst du mal ein Video darüber machen, was jetzt wirklich aus Lex und Tim geworden ist nach Jurassic Park? Und es gibt halt einfach null Antworten darauf, also wirklich gar keine Hinweise, die jetzt irgendwie in den Filmkanon reinpassen würden. In den Büchern bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das ist auf jeden Fall jetzt die Antwort der beiden Schauspieler, was aus den Figuren geworden ist. Und das fand ich eben super charmant, dass sie sich da auch so Gedanken drüber gemacht haben. Und ich muss sagen, ich finde das nachvollziehbar. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Jetzt wirst du immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Schreib es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.